grauenhafte Realität. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Part jetzt hier beginnen soll. Oh je. Wir sind in der grauenhaften Realität angekommen. Und alles ist schrecklich. Unsere Mutter ist weg. Wir sind alleine hier, sitzen nur auf der Bank, hoffnungslos. Hoffnungslos und ja. Nichts bleibt uns mehr. Ja. Die grauenhafte Realität. Das ist doch alles sinnlos. Das ist doch alles sinnlos. Ach Mensch, sag sowas doch nicht. Das ist doch alles sinnlos. Ach Mensch, sie müssen Juckpulver. Mama. Juckpulver zum Trost. Warum nicht? Blatt des Maki. Mama. Och Mensch. Ist doch hier. Soll ich die Nacht erstmal ein spannendes Buch lesen und erstmal die Nacht zum Tag werden lassen? Nee, andersrum. Tag zur Nacht werden lassen. Traurig zum Lesen. Karten spielen. Oh je. Kein Blick durch die Münze werfen. Hier, der Brief. Das Zarf-Plakat. Ich glaube, das wird ihn nicht. Das wird ihn auch nicht aufmuntern. Eine schöne Tasse Kaffee, das bringt doch jeden. Ich habe keine Lust mehr. Sag doch sowas nicht. Ich weiß, ich muss stark sein. Aber es fühlt sich alles so hoffnungslos an. Oh je. Blausaftaufkleber. Oh Mann. Ein Sticker. Das ist doch alles sinnlos. Ein bisschen Blausaft. Warum nicht? Ein Ratersuch. Niemand antwortet. Tja. Hoffnungsschimmer. Vielleicht setzte Hoffnungsschimmer auf dich selbst rein. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. In dunkelster Nacht, schwarz und kalt, kann man die Sterne am besten sehen. Wusstest du das, Jerry? Jerry! Aufstehen, du Schlafmütze! Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Du musst den Bann brechen. Ich allein kannst ihn aufhalten. Da schöpft aber jemand Hoffnung. Ich werde rechtzeitig zum Abendessen da sein, Mutti. Versprochen. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Und ich habe zwei davon. Ich muss zurück nach Mauswald. Der okay. Alte Magier weiß sicher, was zu tun ist. Ja, bestimmt. Habe ich neue Hoffnung geschöpft. Okay. Die Welt sieht ja auch noch drüber aus. Mauer. Die Eulenmauer ist noch da. Ja. Der Stadtrand ist auch noch da. Oha. Das sieht aus wie eine große graue Welle, die auf mich zurollt. Aber meine Schule ist noch da. Ja, schön. Hier haben sie auch Bagger hingestellt und die
Hochhäuser gebaut. Es wird immer grauer und dunkler. Oh je. Sie ist ganz kaputt. Aber du bist Warum nicht kaputt. Warum sollte denn hier jemand die ganzen Bäume absägen? Was soll das? Aber du bist nicht kaputt, Jerry. Du kannst noch. Du kriegst das hin. Du schöpfst wieder Hoffnung. Du gehst zurück. Das Portal nach Mauswald ist noch einen Spalt geöffnet. Mal sehen. Na komm, Jerry. Ich bin Jerry Haselnuss, Schüler des Marquis de Hotot. Ich werde nach Mauswald zurückkehren, um das zu korrigieren, was falsch gelaufen ist. Was auch immer das sein mag. Es hat funktioniert. Oh Mann, kein Wunder, dass der Marquis immer so komisch redet. Damit kann man sogar Portale öffnen. Tja. Ein Wort können einiges. Oje. Jerry. Was ist denn hier passiert? Du bist also wirklich ein Baumläufer? Die Geschichten sind also wahr. Ich wusste Scheinbar ja, dass bin ich du das. Besonderes bist. Ich bin nur ein einfacher Junge. Jerry, wir brauchen deine Hilfe. Die meisten der Bewohner von Mauswald sind in einen tiefen Schlaf gefallen. Oje. Es passierte, nachdem sie mit den seltsamen Fremden gesprochen haben. Fremden? Zuerst dachte ich, es seien Menschen, aber es waren wohl doch Masken. Die habe ich auch schon getroffen. Der alte Magier vom Stadtrand hat einen von ihnen in einer magischen Flasche eingesperrt. Doch ein paar andere von ihnen treiben sich noch im Mauswald herum. Wo ist der alte Magier jetzt? Ich muss ihn sprechen. Er ist nach Hause gegangen, um noch mehr von seinen Flaschen zu holen. Aber jetzt ist er auch verschwunden. Okay. Keine Sorge. Ich werde ihn suchen. Pass auf dich auf, Jerry. Sonst werden die Fremden dich auch einschlafen lassen. Sei auf der Hut. Du auch, Plato. Ich werde Anya suchen. Hoffentlich geht es ihr gut. Okay. Als Pfadbaum. Wer hätte gedacht, dass der alte Pfadbaum so etwas kann? Pfadbaum. Vielleicht wusste wirklich früher jemand von dem Portal. Tja. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernsteinding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Ja, wir haben jetzt aber keine Zeit, mit Steinen zu reden. Wir müssen einen Zauberer finden. Den Zauberer. Auf nach Mauswald. Zurück nach Mauswald. Alles ist neblig. Alles vernebelt. Und schwimmrig. Aber was? Der große Zaron. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Komisch. Die Poster waren doch vorher noch nicht da. Tja. Oha. Nein, es ist in Ordnung, wenn ich meinen Garten verkaufe. Sie sind sicher. Doch, ich sehe es in Ihren Augen. Sie sind sich Ihrer Sache sicher. Und Sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Oh, weil. Eines Ihrer Probleme nehme ich Ihnen ab. Die Last Ihres eigenen Gartens. Sie ruht nun nicht mehr auf Ihren Schultern. Oh, Schreck. Die Flasche. Eine Flasche für den Hasen. Der Preis? Sein Garten. Ach du Schreck. Treten Sie näher. Was hat der? Was zum Henker? Oh, noch eine, noch eine. Es gibt noch Unglück in meinem Leben. So viel Pech. Sind die ganze Flasche weg? Der Hase hat gerade seinen Garten verkauft. Da stimmt doch was nicht. Die ganzen Flaschen dort am Boden. Haufen leerer Flaschen.
Was zum Henker geht denn hier ab? Ach du heilige Schande. Haufen leerer Flaschen. Der Hase hat schon eine ganze Menge von dem Elixier, Intus. Der verkauft noch seine Großmutter für das Zeug. Ich will nicht wissen, was in dem Zeug ist. Sie schon einmal einen dieser Tage, an denen Sie sich unerfüllt fühlten? Aber wenn der Hase so weitermacht, sind die bald alle verkauft. Und er hat nichts mehr. Verkauft sein ganzes Leben. Entschuldigung, aber... Verzieh dich, ich war als Erster hier. Haben Sie wirklich gerade Ihren Garten verkauft für eine Flasche Glückselixier? Ein angemessener Preis, um den Schmerz und das Unglück zu lindern. Aha. Schmerz und Unglück? Wieso soll ihn sein Garten unglücklich gemacht haben? Ist er etwa blind? Hast du nicht die Poster gesehen? Was nützt mir ein Garten oder überhaupt irgendwas, wenn ich den großen Illusionisten nicht sehen kann? Der große Zaro. Aber ich habe keine Karte bekommen. Was für ein Unglück. Und wo findet die Vorführung nur statt? Das habe ich mich auch schon gefragt. Wünschtest du nicht, jemand hätte eine Heilung dafür? Wir sind angekommen. Heilung für was denn? Wir werden die Lösung sein. Es gibt noch Unglück in meinem Leben. Ach du Schreck. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an dem Sie sich unerfüllt fühlten? Ja, sicher, aber... Das kann auch kein Trank der Welt. Dagegen. Das Wunderelixier verbreitet sich über Ihre Nase im ganzen Körper. Nein, danke. Werden Sie merken, wie sich das Glück zu Ihren Gunsten wendet. Riechen Sie heute an einer Flasche und ich verzichte. Ändern Ihr Morgen. Tritt näher, kleiner Junge. Du willst doch sicher auch den großen Zarov sehen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Möglich. Und der Schmerz, nicht zu wissen, wie, zerrt dich auf. Eigentlich nicht. Was? Der Bann wirkt bei dir nicht. Dann sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor ich dich bei lebendigem Leibe verschlinge. Guck's bei mir nicht. Kind. Ich hab keine Angst vor dir, du maskierter Pausenclown. Verzieh dich, ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Sie sind sicher. Doch, ich sehe es in ihren Augen. Sie sind sich ihrer Sache sicher. Und sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines ihrer Probleme nehme ich ihnen ab. Nun gib mir schon die Flasche. Eine Flasche für den Hasen. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Glaube ich aber auch. Drogenkonsum in Mauswald. Aha. Hallo Jonathan. Was macht der Mann bei dir? Du willst an mir vorbei? Niemals. Es sei denn, du gibst mir eine Eintrittskarte für den großen Zarov. Ich habe keine. Dann verschwinde. Konrad hat eine bekommen, also will ich auch eine. Aber Konrad hat schon alle Nüsse verkauft. Alle Bücher. Alles. Womit soll ich denn nun meine Karte bezahlen? Wir sind doch alle wahnsinnig geworden. Konrad. Der Bann hat seine Wirkung nicht verstanden. Er schläft. Okay. Zarov. Das ist sehr lustig. Er war ein guter Kunde. Mysteriös. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Nein. Wie die anderen. Du willst Zarov sehen. Wie die anderen. Aber du bist nur ein Kind. Ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere. Keine Grundstücke. Nichts. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast.
irgendetwas, mit dem sich spekulieren lässt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Und der riecht nach Alkohol. Spekulateure. Oder wie man sie nennt. Hier wird auf alles spekuliert. Ursula, die ist auch schon eingeschlafen. Sie schläft auch. Tapferes kleines Mädchen. Ach du Schande. Selbst die Kleine haben sie genommen. Wir werden. Ach du Schande. Kommt mir das nur so vor? Oder sehen diese Statuen irgendwie glücklich aus? Das kommt dir nur so vor. Oh, Schreck. Können wir mit den Steinen reden, um die irgendwas zu sagen? Felsflüstern. Okay, ja, ich habe was verloren. Okay, das bringt uns gerade nicht weiter. Anja, ne, Edith, ist die auch besessen von Zimmerbahn? Nein. Ich will sie gegen eine Eintrittskarte für den großen Zarauf eintauschen. Was habt ihr alle mit diesen Eintrittskarten? Aber du hast doch so lange auf deine Tasche gewartet. Ach was, du hast keine Ahnung. Du bist langweilig. Geh weg. Ach du Schreck. Die Igelbrüder sind auch schon verschwunden. Der Nebel über der ganzen Stadt. Vielleicht liegt es an dem. Vielleicht ist der Nebel schuld. Oh. Hallo? Ist jemand da? Wo ist der alte Magier nur hin? Ich sehe ihn. Der Magier. Moment mal. Ist das nicht... Wie bin ich denn hier hochgekommen? Ich war das. Was machen Sie denn in der Flasche? Hilf mir hier raus! Aber wie? Hat er sich selbst eingesperrt? Zerbrich das Kristall! Zerbricht das Kristall? Mit einem Nagel vielleicht? Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Zerbricht das Kristall und du bist vorsichtig mit dem Ding. Ja klar. Stock. Da muss kein klebriger Sirup dran. Er ist vorsichtig mit dem Ding. Ja, gut. Ich habe einen Blick vom Regal aus. Säckchen. Prall gefüllt mit irgendwas. Die Naht platzt fast schon auf. Vielleicht können wir damit was machen. Die Naht ziehen. Etui. Ein Monokel. Aha. Ich kann mal hier. Das bringt nichts. Und wir haben einen Monokel. Nein, ich bin besser vorsichtig mit. Ja, hau doch den verdammten Nagel da rein. Wie? Nein. Tja, die Glocke vielleicht. Da passe ich besser gut drauf auf. Zerbricht das Kristall. Ja. Gut. Wir haben nicht wirklich was, was uns da helfen kann. Nein. Tja. Ein Zarauf-Poster. Das ist das Letzte, was wir jetzt hier brauchen. Sticker. Nein, den behalte ich. Ach Mensch. Ja, was denn? Ein bisschen Karten spielen. Das klappt so nicht. Tja. Lass es Nacht werden. Jetzt nicht. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich weiß, aber mir fällt auch nichts mehr ein.
haben nichts im Inventar. Können wir den einfach runterschubsen oder wie? Hilf mir hier raus! Hilf mir hier raus! Aber wie? Gute Frage. Das Kristall. Ja, aber wie? Zerbrich das Kristall. Der Magier ist gefangen. Wenn es nur einen Weg gäbe, die Fessel zu sprengen. Ja. Zerbrich das Kristall. Das klappt so nicht. Das dachte ich mir schon. Ja. Tja, da fällt mir auch nichts mehr ein. Flasche mit Echsen, nee, die wollen wir nicht befreien. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Nein, ich bin... Du bist vorsichtig mit dem Ding. Und das geht jetzt. Ja, klar. Mais. Mais, ja, schön. Ja. Ja, okay. Ein Maiskorn. Das nehme ich mit. Ja, Maiskorn gegen das Glas werfen, oder... Klappt so nicht. Ja. Das klappt so nicht. Du Mais. Das klappt so nicht. Wollen wir jetzt Popcorn machen oder wie? Das klappt so nicht. Ja. Hast du eine Idee? Hilf mir hier raus. Aber wie? Das ist die berechtigte Frage. Das Kristall. Tja, aber wie denn? Von Sonnenlicht beleuchteter Spalt. Okay. Als ob das Regal bald auseinanderfällt. Bald. Ja, das hoffe ich doch. Aber noch nicht. Vielleicht jetzt hier. Nur mal so eine Idee. Natürlich. Maiskorn in Position. Und jetzt? Die Sonne beleuchtet das Maiskorn so dramatisch. Wir haben jetzt einen Monokel. Vielleicht... Okay. Jetzt wird's ganz heiß im Glas. Hoppala. Ist ja genau richtig. Genau richtig weggegangen. So dass der Echse nicht entkommen ist. Was ist passiert? Das Konsortium Squamata ist über Mauswald gekommen. Das Konsortium Squamata? Einen von ihnen in eine Bandflasche zu sperren. Doch dann habe ich mich selbst ins Kristall verbannt. Konsortium Squamata. Ein Konsortium von Echsen. Sie haben schon viele Welten heimgesucht. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Ja! Der Marquis ist verschwunden. Und mein Zuhause auch. Der Marquis. Darum also. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Nimm diese Bannflaschen. Aha. Okay. Echsen selbst müssen sie öffnen, sonst ergeht es dir wie mir. Mauswald und dein Zuhause sind verloren. Aha, wir haben drei Gefängnisflaschen. Okay, fangen wir mal ein paar Echsen. Echsenjagd.
Na dann, auf geht's. Weg zurück an den Mooswälder Stadtwald. Alle sind vom Fluch besessen. Ich nicht. Ich gehe auf Echsenjagd. Nicht Hexenjagd, Echsenjagd. Und wo Hexenjagd in gewisser Weise auch irgendwie zu stimmen scheint. Das sind aber viele Briefkästen. Ja. Oh, hallo Exe. Können wir dich hier in eine Gasse sperren, in eine Flasche sperren? Ich werde versuchen, ihm die Flasche hinter seinem Rücken unterzujubeln. Genau. Mal sehen, ob's klappt. Na super. Das muss doch. Jetzt will ich aber auch eine Flasche haben. Ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Na komm. Und Sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eine Flasche für den Hasen. Und wie funktioniert das nochmal? Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Mhm. Oh, der Korken sitzt aber fest. Aber wenn ich mit dem Daumen etwas nachhelfe... Bist du gefangen? Ich habe ihn in einer Flasche eingesperrt. Wie passend. Was hast du getan? Dich gerettet. Ich werde... Das ist eine Eintrittskarte. Nein. Endlich. Ach du Schreck. Er ist eingeschlafen. Er schläft. Der große Zarov. Was für eine Show. Und ich... Ich... In der ersten Reihe. Na, alle sind in der ersten Reihe. Ja. Natürlich. Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Oh wei. Es muss an der Eintrittskarte da liegen, die die Echse verloren hat. Da lasse ich besser die Finger davon. Finger weg von Drogen, liebe Kinder. Es wird nichts Gutes hier. Oh, ja, die nächste Echse, die wir einfangen können. Unfreie Echse. Nicht gefangene Echse, unfreie Echse. Aha. Merkwürdige Gestalt. Besser nicht. Was, wie besser nicht? Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzählt. Wie die anderen. Ja. Du willst Zarov sehen. Nein. Wie die anderen. Dich in seinen... in seinen Bann ziehen lassen. Möglicherweise. Zarov zu sehen hat seinen Preis. Aber du bist nur ein Kind. Ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere. Ja, redst du nur. Vielleicht. Im Moment liegt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Okay. Da können wir dich hier irgendwo verstecken. Besser Rüstung. Nicht. In der Rüstung. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Benutze die Bannflaschen, die ich dir gab. Denk dran, die Echsen selbst müssen sie öffnen. Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald und dein Zuhause sind verloren. Ja... Wir werden vielleicht, all dies reinvestieren. Vielleicht klappt das. Ich rieche finanziellen Handlungsspielraum.